Also an Neuheiten auf dieser Messe zeigen wir unter anderem den Kahuna 360, der eine Ergänzung zur Kahuna Produktfamilie ist. Was beim Kahuna 360 anders als bei den bisherigen Kahunas, die es übrigens nach wie vor weiterhin geben wird, gibt, ist, dass Kahuna 360 3G unterstützt, und zwar sowohl den A- als auch den B-Level, als auch für 3D-Produktionen vorbereitet ist. Der wesentliche Unterschied zu klassischen Mischern ist allerdings, dass ein Kahuna 360 eher eine Ansammlung von Produktionsressourcen ist, die dynamisch an nahezu beliebig viele Produktionsstandorte delegiert werden kann. Es gibt in Deutschland noch keinen Kahuna 360, aber bald, das dürfen wir noch nicht sagen. Wir haben allerdings gerade ein Projekt unterzeichnet, das für die Olympiade in Sochi 12 Ü-Wagen vorsieht, in denen Kahuna 360 installiert sind. Das Archangel Restaurierungssystem wendet sich an all die Anwendungen, wo Restaurierung notwendig ist, jedoch keine größeren Budgets für die Restaurierung verfügbar sind. Archangel ist in der Lage, Material in Echtzeit zu restaurieren. Das heißt, eine Stunde Material zu korrigieren, dauert vielleicht eine Stunde und fünf Minuten. Fünf Minuten, um kurz in das Material reinzuschauen, Filter einzustellen und dann das Material eins zu eins durchlaufen lassen. Es gibt neu für diese Messe auch einen Timeline-Controller für den Archangel, sodass, wenn man szenische Korrektur machen möchte, das jetzt auch möglich ist. Im Bereich Automation bieten wir nach wie vor unser Morpheus Automationssystem an. Es gibt allerdings einen nachhaltigen Trend in der Industrie, dass nicht mehr große, diskrete Automationssysteme verwendet werden, sondern dass man vermehrt auf sogenannte Channel-in-a-Box-Systeme setzt. Das heißt, viele der Komponenten, die zu einem Playout gehören, sind in einer Einheit integriert. Im Fall von ICE ist es so, dass es einen Server gibt, der ungefähr 200 Stunden Material in HD vorhält. Es gibt einen Textgenerator, es gibt Grafikgeneratoren, es gibt einen integrierten Senderablaufmischer und natürlich dazu noch die Morpheus Senderablaufsteuerung. Im Bereich der Sirius 800-Familie ist es so, dass es jetzt neben der Sirius 850 auch die Sirius 830 gibt, eine 288 Quadrat Kreuzschiene. Die Funktionalität ist, dass es sich um eine Videokreuzschiene handelt, die auch Audio-Embedding und De-Embedding beinhaltet, sodass also aus den anliegenden Quellen beliebige Ausgangsformate erstellt werden können. Bis zum Jahresende wird dann noch hinzukommen die Frame-Synchronisierung für alle in der Kreuzschiene befindlichen Eingänge. Bei der Modulartechnik stellen wir eine komplett neue Conversion-Familie dar, die sich aus 16 verschiedenen Modulen zusammensetzt. Up-Down-Cross-Converter mit analogen und digitalen Interfaces in verschiedensten Kombinationen, einschließlich Loudness-Control.